Drohne kommt. Na komm hoch, komm. Komm hoch, komm. Wo bist du? 72 Meter, komm. Normalerweise sichtbar da. Ich hole, du mach weiter graben. Ach, verdammt. Scheiße, ich höre schon wieder einen. Soll ich wieder hochkommen? Nein, ich höre diese Pflanzen. Achso. Die verfolgt mich jetzt gerade erstmal. Tschüss. Tschüss, Mann. Kein Bock, Mann. Echt, Mann. Mann, was erinnert mich das? Keine Ahnung, ich höre sie nur schon wieder. Nur noch nicht, dass sie auf uns aggro sind. Hey Jeff, alles klar da unten? Natürlich! Gut, dann mach weiter so. Alles klar, Mann! Die Luft ist rein. Nee, voller Staub. Ja, heute ist aber nicht so gut hier. Ja. Wenn du Hilfe brauchst, gib Bescheid, ne? Ja, komm ich hier sofort rausgeschwebt, denn ich hab den Freischweber. Die Drohne habe ich geplündert, das ist nicht das Ding. Oh, die Minigun-Drohne, die fliegt hier aber auch ganz schön rum. Da oben ist wieder so eine Kreatur, die ist aber weit weg. Da ist noch eine Canon-Drohne, ne? Ja. Sehe ich gerade. So. Ja, das Ding hat nur 3 Verteidigungstürme, sehe ich gerade. Und die sind, obwohl ich 200 Meter in Entfernung zu denen stehe, nicht aggressiv auf uns. Ist ja mal fast ein kleines Wunder. Wie viel Magnetsäume haben wir? 58. Ja, verdammt noch zu wenig. Das macht die Reise gerade noch nicht wert. Nachladen. Da ist die Minigun-Drohne, 500 Meter entfernt von uns. Tendenz immer näher kommt. Dauert zwar noch, aber... finde ich interessant. Aber nicht so... stabil näher, also so... jetzt haut sie wieder ab. Die hat uns noch nicht gesehen, das... Nee. Ist zu weit weg. Verteidigungslager ignoriert uns auch. Das ist in Ordnung. Also alles hier im grünen Bereich. Ich sehe jetzt auch keine grünen Pflanzen hier, die uns irgendwie versuchen zu attackieren. Heißt also, ich helfe dir mal hier ein bisschen bohren. Mittlerweile habe ich schon knapp 140. Oh, hier kommen wir in Richtung Erde. Wieso baust du mir den... die Erde unterm Hintern weg? Ich weiß nicht, wovon du redest. Naja, ist klar. Wenn ich das bei Rising World oder so mache bei dir, ja, dann ist das erlaubt, aber doch nicht hier. Ja, ja, komm. Ja, was hier? Hier habe ich keine Adminrechte. Also, so gesehen. Obwohl das ja eigentlich wär's, ne? Ja, ich hätte noch was, aber hab jetzt dabei 292, komm, ich mach die 300 noch glatt. Ich würde sagen, das langt dann erstmal wieder.
Ja, außerdem müssen wir erstmal noch rauskommen. Ja, 310 sind jetzt gewonnen. Ja. Wo ist dann hier? Ach, da. Ich bin draußen. Jo, funktioniert. Die Minigun-Drohne ist 300 Meter entfernt von uns. Mein Vorschlag wäre jetzt gekonnt, den sicheren Rückzug anzugehen, weil wir nicht so viel Munition haben, um uns wirklich damit der Basis auseinanderzusetzen. Meinst du? Ja, und wir auf dem Rückmarsch dann auch noch zusätzlich ergänzend noch das Problem haben mit diesen scheiß Pflanzendingern. Ich laufe. Ja, mach sie aufmerksam auf uns, komm. Ey, ich hab aber jetzt Level 7 endlich erreicht. Echt? Level 7? Ja. Na, Glückwunsch. Danke. Wo bist du dann schon wieder? Ich bin Richtung Basisheimat. Müsste, glaube ich, Richtung Westen sein, oder? Du läufst gerade Richtung Nordwest, ja. Ja, ich laufe richtig gut. Oh, da bin ich. Oh, wenn man hier läuft, dann fliegt man richtig, ne? Zug. Gravitation ist hier nicht die höchste, ne? Ja. Da vorne ist die Minigun-Drohne. Solange uns die ignoriert, ist alles in Ordnung. Ups. Wir müssen halt trotzdem nur Augen offen lassen, wegen diesen Pflanzenviechern. Ja. Die sind sowas von nervig. Okay, gut, es muss hier irgendeine Herausforderung geben, ne? Das Problem hier ist einfach nur, die Nächte dauern immer so ewig. Und hier bei uns jetzt gerade sowieso, weil wenn ich so gucke, wir laufen nämlich, ne, vor der Sonne weg. Ja. Na, deine Ausdauer auch gerade alle. Ja. So. Oh, weil ich sehe, Sonnenaufgang steigt nämlich gerade kontinuierlich. Ja. Oh, oh. Hier rutsche ich jetzt runter. Ich glaube, hier komme ich nicht mehr hoch. Nee. Oh shit. Vorsichtig runtergleiten hier. Man gleitet ja wirklich. Ja, wo ist denn überhaupt unsere Hütte hin? Ach! Die müsste in der Richtung da sein, hinter dem Eisenerzlager. Oh nein. Wir haben gehört, ich sehe ihn noch nicht. Ich auch nicht, ich höre ihn auch nur. Da, ich sehe ihn. Ja. Warte, kommt er? Ja, jetzt kommt er. Er ist tot. Ach, ich stehe auf die Knarre. Deswegen habe ich sie ge... Da ist er wieder. Hat er uns also, das gesehen oder noch nicht? Ja, der rennt doch schon schnurstracks auf uns zu. Er rannte. Vorteil ist, die Viecher kündigen sich ja zum Glück mit einem schönen Schrei an. Kann man bei so einer Reise wenigstens sofort reagieren. So, hier ist diese Zunge, glaube ich, die wir beim letzten Mal hatten, ne? Oder diese Narbe. Ich weiß gar nicht, wie ich sie bezeichnet hatte. Jetzt hast du mich aber erschreckt. Ist es nicht mehr. Weit ist es nicht mehr. Oh, ein Corndog. Yay. Was zu essen. So. Hüpf. 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 So. Ach ja. Ich habe keine Ladung mehr, das heißt, das hat sich erstmal damit schon erledigt. Ja, ein bisschen hätte ich noch, ne? Ach, das ist Glubschi. Und das ist auch nochmal Glubschi. Tauchen! Ach ne, wie war das? Nee, das keine ist Werbung. Nicht Glubschi. Also den Zoom von der Knarre vielleicht ein bisschen runterdrehen.
Oh, ich höre doch schon wieder ein. Nö. Hm, da war es noch wieder ein Grubschi. Ich hoffe, jetzt laufe ich gerade richtig. Guck nochmal. Ah ne, warte mal, jetzt laufe ich falsch. So laufen wir richtig. Yes, sir. Ah. Ich kann mich bis eben gerade mit dem Hut zu konzentrieren, also bitte. Das Einzige, was ich habe, ist echt extrem richtig. Also, man muss ja dazu sagen. Er ist tot. Ja. Spar deine Munition. Was ich ja sagen muss, ist echt so heftig. Lag ich noch nie flach. Auch mit den Gliederschmerzen. Das ist so heftig. Also, selbst Paracetamol und so weiter helfen gar nichts irgendwie. Okay. Das ist schon mies. Also, wirklich, wenn ich dann mich strecke oder huste oder sowas, dann denke ich, ich sterbe. Autsch. Es ist so, als ob dir jemand wirklich so mit 20, 30 Nadeln einfach so in den Rücken immer reinsticht. Was, ich stell's mal, spackt bei dir der Teamspeak auch gerade schon wieder ein bisschen rum? Nö. Hm. Also jetzt mal gar nichts bei mir. Ich hab auch kein Upload laufen, kein gar nichts. Komisch, ich eigentlich auch nicht. Und ich höre dich auch super. Ich hab manchmal so ein bisschen... Oh, nicht mehr weit. Oh. Was denn? Was gehört? Was war wohl wieder was Harmloses? Ne, da vor uns, da vorne. Will aus der Entfernung gleich wegballern? Natürlich genau daneben gezielt, aber er hat uns. Immer Feuerstöße. Wenn du beim Bund gewesen wärst, Junge, da hättest du es gelernt. War ich aber nicht. Weil du sonst immer dann teilweise nach oben, also auch eigentlich als Counter-Strike-Spieler oder so weiter, müsstest du das wissen. Du ziehst dann immer automatisch durch den Rückschuss immer weiter nach oben, also du verziehst dann. Und deswegen immer leichte Feuerstöße. Mach ich doch. Ja, ja, hört man ja. Ich meine, du schießt ja sogar noch drauf, wenn sie tot sind. Ach, stimmt doch gar nicht. Nochmal wieder ein Corndog. Glubschi. Ah, da kommt einer. Und rückwärts bewegen. Was hat der dann jetzt? Der ist in die Schusslaufbahn gerannt. Oh Mann. Aus Versehen. Tut mir natürlich leid, dass ich ihn jetzt da verletzt habe. Wollte ich eigentlich. Du hast ihn getötet. Ich habe ihn verletzt und danach hat er mich angegriffen und danach musste ich ihn töten. Das war reiner Selbstschutz. Noch ein Glubschi. Ein bisschen ärgerlich, dass Glubschi und die anderen so teilweise identische Sounds haben. Mhm. Aber nur minimal identisch, also kleine Unterschiede sind da. Deswegen bin ich hier auch immer ein bisschen panisch. Hat das schon ein bisschen was so Horrormäßiges, ne? Also wenn sie es jetzt noch dunkler machen würde, man würde nur noch die Augen sehen. Oh Gott. Ich glaube, du würdest ich muss so schon für jede Aufnahme den Gamma hochdrehen, ne? Ah, oh, da cool, ist wieder einer. Oh, gerade frisch einer gespawnt. Juhu, Level 8. Verdammt! Hey, ich sehe unsere Karte. Basis. Was, wir haben eine Karte zusammen? Krass. Siehst du, soweit ist es nicht mehr. Haben wir doch 680 Meter. Oh, scheiße. Oh, leuchte mich nicht an, ey. Ich dachte gerade, wo du mich anleuchtest. Scheiße, hinter mir kommt einer. Leucht. Oh, Glubschi.
Nerven. Aber auch nur ein bisschen. Oh.